Das kleine Traktörli, überall bekannt. Mit dem Paul am Steuerrad fahrt übers Land. Es ist nicht riesig, aber dafür mutig. Kleines Rotz-Traktörli, los geht's! Der Beppi, der Böcki und der grosse Blau sind immer unterwegs. Kleines Rotz-Traktörli, los geht's! Das Kützle, gell? Du musst stillheben, sonst wird es immer schlimmer. Hoi, Onkel Paul. Hoi, Traktörli. Was machst du da? Ich putze das Traktörli so wie jeden Morgen. Ein sauberer Traktor ist ein glücklicher Traktor. Auch wenn es manchmal ein bisschen kützelt. Du weißt, was heute für ein Tag ist, oder? Nein, wieso? Hast du vergessen, was genau heute vor einem Jahr passiert ist? Ich hab keine Ahnung. Wo die Schacht still sein? Heute hat doch das Traktörli Geburtstag. Genau vor einem Jahr hast du es endlich fertig restauriert. Ist das so? Ja! Wir sollten ein Geburtstagsfest machen. Mit Geschenkli. Schon, aber wir müssen zuerst noch ein paar Sachen erledigen. Aber wenn ihr fertig seid? An einem Geburtstag muss man einfach ein Fest machen. Ich finde das eine super Idee von euch. Aber ich will das Traktörli überraschen, okay? Super, ein Fest für... Das ist doch keine Überraschung, du Ei! Super, ein Fest. Also, wir sollten jetzt endlich arbeiten. Kein Problem, Onkel Paul. Wir organisieren alles. Abgemacht. So, und wir zwei müssen ein bisschen Gas geben. Nachher haben wir vielleicht Zeit für deinen Geburtstag. Tschüss zusammen, Nina und Ueli. Wir fragen die Mami, ob sie einen Kuchen backt. Wir brauchen eine Kerze. Eine grosse. Mhm. Oh nein, nein! Ich will wieder runter! Warum passiert immer mir solche Blödsinn? Ach, ich will nicht bis es hat angehalten. Oh, von da aus sieht man ja einen Pelz im Bauernhof. Du hast dort oben ein bisschen in der Gegend umschauen, Walti. Ich finde das keine gute Idee. Ich schaue nicht um. Ich habe meine Fenster geputzt. Plötzlich haben sich die Flügel angefangen zu drehen und mich einfach aufgespießt. Beweg dich ja nicht. Ich habe eine Idee. Also, ich renne sicher nicht fort, Paul. Du musst jetzt die Handbremse rein tun und ganz ruhig stehen bleiben, Traktörli. Sonst passiert dann wirklich so ein Glück. Oh, Entschuldigung, der Hut stört dich natürlich. Ich stelle die Leiter im Anhänger vom Traktörli auf. Dann sollte sie so weit durchkommen, dass du runterklettern kannst, Walti. Gut, aber mach ein bisschen. Jetzt kommt es darauf an, Traktörli. Kannst du absteigen, Walti? Danke, Paul. Und dir auch, Traktörli. Ich kenne niemanden, der so viel in der Klemme ist wie du. Ich bin aber ein Geschickter, gell? Oh, wo ist mein Hut? Da, so gut wie neu. Ah, wunderschön. Friedlich und ruhig. Ein prima Platz zum Fischen, großer Blaue. Also, wo sitze ich an? Was gibt denn das? Ich mache aus dem Traktörli eine Kette aus Geissenblümchen. Der Teig ist fertig. Wer will die Schüsseln ausschlagen? Ich! Oh nein, der Walti auf seinem Buggy, der verscheucht mir alle Fisch! Irgendwann einmal, Herr Walter, brechen Sie sich den Hals weg dem Dings da. Der Böge ist kein Dings da. Sie sagen Ihrem grossen Blau ja nicht Dings ja, da, aber oder? Der grosse Blau ist auch nützlich und schafft Herd für seinen Unterhalt. Also der Böge ist auch sehr nützlich. Macht den grauenhaften Mais und rührt sich ständig in Dreck. Ja, aber... Man sagt nicht extra. Anyway, ich kann eigentlich nur sagen, dass der Dörli heute Geburtstag hat. Hey, Heli! Hören Sie sofort was auf! Was ist jetzt schon wieder? Mein Hut! Sie haben gerade den Fisch gefüttert.
Es ist grauenvoll. Ihnen passiert den ganzen Tag ein Blödsinn am anderen. Und wenn Sie mich fragen, ist es Geburtstagsfest für einen Traktor der grösste Blödsinn, den Sie je gemacht haben. Oh, dann gang ich halt auch und bring etwas vorbei. Ich habe doch gesagt, ich mache ein Geschenk. Was wollen Sie jetzt noch? Sie könnten nicht eventuell noch zuerst meinen Hut rausfischen? Ich will eigentlich Fisch fangen. Und kein Hut. Hoi miteinander. Was bringt ihr Schönes? Zu essen für... Du weißt schon was. Aber wir können nichts aufbauen, weil das Traktörli da steht. Und er fängt raus, dass wir... Du weißt schon was. Wisst ihr was? Ich gehe mit ihm schnell beim Pepe vorbei. Brauch sowieso noch ein bisschen Papier. Gut, wir machen alles bereit für... Du weißt schon was. So, noch ein Stündchen Arbeit und wir sind fertig für heute. Komm, Traktörli, gib Gas! Schnelle Bögi! Der Wind trocknet mit Ruhe! Pass auf! Oh nein! Nicht schon wieder! Puh, gut gebremst. Das war ziemlich knapp. Balti, bist du verletzt? Balti! Balti! Hey, Pauli. Entschuldigung, gell. Ich habe meinen Hut getrocknet. Oh, ich habe ihn schon wieder verloren. Da liegt er doch, Balti. Du und der Bögi, ihr dürft nicht mehr so schnell fahren. Sonst passiert einmal wirklich etwas. Ich weiss schon. Für heute hatte ich eigentlich genug Aufregung. Also, Mann, Nina und Ruli sind bei mir auf dem Bauernhof. Sie haben eine Geburtstagsüberraschungsparty für das Traktörli vorbereitet. Komm doch mit dem Bögi auch vorbei. Oh, schon ein paar gern. Ich muss nur noch schnell etwas posten. Wir treffen uns um 5 Uhr bei mir daheim. Puh, auch die Feierabend. Hey Paul, du kommst gerade noch rechtzeitig, ich mache nämlich zu. Da bin ich froh. Ich brauche ein bisschen Geschenkpapier. Kein Problem. Hat jemand Geburtstag? Ja, das Traktörli. Ich habe ihn doch restauriert und bin genau vor einem Jahr fertig geworden. Die Kinder bereiten das Fest vor. Yeah, so eine gute Idee. Alles Gute zum Geburtstag. Bitte sing doch nicht so laut, Traktörli. Ich hole geschwind Geschenkpapier. Und vielleicht finde ich auch noch ein Geschenk für das Geburtstagskind. Hast du Geburtstag, Paul? Nein, Traktörli. Aber bring ihn bitte nicht mehr zum Singen. Warum denn nicht? Happy Birthday! Da, kannst du es anders mal zahlen? Und da ist ein Geschenk von Nicole und von mir. Danke vielmals. Kommen wir da auch noch vorbei? Oh, Paul, wir kommen dir gerne mit, Shh. Aber wir also, haben 2 Konzerttickets fürs Hallenstadion. Und wir müssen jetzt dringend heim. Komm, Traktörli, gib Gas! Für dich. Es ist selber gemacht. Und einen Kuchen haben wir auch. Es sieht gleich aus wie du. Dann hole ich mein Geschenk her gerade. Walti, das ist von Nicole und von Pepe. Könntest du es für das Traktörli aufmachen? Ein Maschinenöl. Deine Lieblingsmarke. Was ist da drin? Es sind 2 Namensschilder aus glänzigem Messing. Wow! Ich montiere sie gerade. Da bin ich ja gerade rechtzeitig. Herr Wirtz, kommen Sie doch rein. Herr Walti, ich bin heute Morgen nicht so nett zu Ihnen. Das ist, denke ich, als kleine Entschuldigung. Hä? Oh, danke vielmals. Den kann ich da prima brauchen. Und das da ist etwas Kleines fürs Geburtstagskind vom grossen Blauen und von mir. Also, das ist wirklich sehr lieb von Ihnen. Danke vielmals. Schau, ein neues Abschleppseil für deinen Werkzeugkasten. Alles Gute zum Geburtstag, Traktörli!